Guten Morgen, Kinder. Heute ist der Tag, auf den wir uns alle gefreut haben. Heute machen wir einen Ausflug zum Reiterhof. Juhu, juhu. Ja, endlich. Mega cool. Schön, dass ihr euch alle so freut. Ich würde sagen, dann könnten wir auch schon alle direkt los. Draußen wartet ein Bus auf uns. Dieser Bus fährt uns zum Reiterhof. Mir nach. Oh, Herr Müller, Sie fahren ja den Bus. Ja, das stimmt. So, ist jeder da? Lilly, bist du da? Ja, ich bin da. Paul, bist du da? Klar. Und Abo-Ork, du bist auch da, oder? Yo, ich bin auch da. Okay, dann let's go. So, Kinder, dann sind wir sofort da. Wir sind sofort beim Reiterhof. Ich pack einfach mal hier in der Scheune. Dann wird der Bus auch nicht nass. Einmal aussteigen, bitte. Okay, ich steig aus und zack, ich bin als erstes draußen. Juhu, juhu, juhu. Kommt her, Leute, kommt her. Ja, aber auch ich komme. Ich komm auch, aber auch. Hi. Und ich bin natürlich auch noch da. Hallo und herzlich willkommen auf dem Reiterhof. Mein Name ist Frau Martin. Mir gehört der Reiterhof und ich hoffe, dass wir heute einen schönen Tag zusammen haben. Hallo Frau Martin, danke, dass meine Klasse heute ihren Reiterhof besuchen darf. Ach, dafür nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Menschen für Pferde begeistern kann. Super, dann sind meine Schüler ja gut bei Ihnen aufgehoben. Ich muss leider wieder zur Schule. Der Schuldirektor hat mich gerade angerufen. Ich muss als Vertretungslehrer einspringen und darum leider wieder losfahren. Okay, bye. Juhu, mich müssen Sie nicht mehr begeistern. Ich finde Pferde so cool. Mein Name ist übrigens Lilly. Haha, Lilly, das freut mich. Das freut mich wirklich, dass hier Pferde so viel Spaß machen. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Pferden gesammelt? Hallo, mein Name ist Abo-Ork. Ich habe leider noch keine Erfahrungen gesammelt, aber ich finde, Pferde sind sehr schöne und mächtige Tiere. Ja, da hast du recht, Abo-Ork. Ich kenne mich mit Pferden auch nicht aus, aber schnell reiten macht bestimmt richtig Spaß. Oh ja, schnell reiten macht Spaß, aber dafür muss man lange trainieren und eine gute Beziehung zu dem Pferd aufgebaut haben. Das werdet ihr heute leider nicht schaffen in der kurzen Zeit. Och, Mann, das ist ja langweilig. Also, ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt erstmal den Rest vom Reiterhof. Die Scheune, die habt ihr ja gerade schon gesehen. Dort bewahren wir einfach nur Futter auf für die Pferde oder auch Fahrzeuge, wenn zum Beispiel hier mein Trecker parken muss. Folgt mir. Das hier ist mein Wohnhaus. Ich wohne in einem Baumhaus. Das ist mega cool. Aber ich habe auch einen vernünftigen Garten. Und dort werden wir uns gleich auch nochmal aufhalten. Dort werde ich gleich für euch grillen. Aber ihr wollt ja sicher vorher die Pferde ansehen. Deswegen gucken wir uns jetzt sofort einfach eben die Pferde an. Folgt mir einfach. So, Kinder, das hier ist ein spezieller Aufenthaltsraum. Die Pferde haben gelernt, dass sie sich hier unter diesem Dach frei bewegen dürfen. Aber sie wissen auch, dass sie diesen Bereich hier nicht verlassen dürfen. Das hier ist mein Lieblingspferd. Das hier ist ein Schimmel. Dieses Pferd, das kenne ich schon 10 Jahre, es vertraut mir und ich vertraue ihm. Und deswegen darf dieses Pferd sich hier aufhalten. Boah, das ist ja mega cool. Das ist ja richtig cool, dass man Pferden so vertrauen kann. Das wusste ich gar nicht. Das ist richtig cool. Ja, ich finde das auch mega toll hier mit den ganzen Pferden und so. Und so ein Schimmel ist ja schon was richtig Besonderes. Das finde ich so cool. Können wir gleich reiten? Ich habe richtig Lust, schnell zu reiten. Bevor ihr reitet, bringe ich euch erstmal zu den anderen Pferden. Weiter hinten ist nämlich ein kleiner Stall. Dort befinden sich noch 3 weitere Pferde. Da gehe ich jetzt mal hin und dann kümmern wir uns erstmal um die Pferde. Schnappt euch mal alle einen Eimer Wasser und eine Schippe und dann werden wir erstmal den ganzen Stall ausmisten. Och Mann, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber ich gehe hier einfach mal hin, schnapp mir einen Eimer Wasser und eine Schippe. So, und was sollen wir jetzt machen? Lilly und Paul müssen sich gleich noch einen Eimer nehmen, aber ich erkläre es schon mal. Also, jeder sucht sich jetzt einmal ein Pferd aus und dann stellt ihr einen Eimer Wasser vor jedem Pferd und dann, ja, müsst ihr die Schippe benutzen, um den Stall auszumisten. Viel Spaß! Oh Mann,
an, ey. Die anderen beiden sind schon drinne. Ich stelle jetzt mein Wassereimer hier vor. Zack, dann kann das Pferd trinken. Jetzt gehe ich einmal hier rein. Und Paul und Lilly sind schon richtig fleißig dabei. Oh Mann, das stinkt hier so. Aber das gehört halt nun mal dazu, ne? Wir müssen uns natürlich auch um die Pferde kümmern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Das kann ich auch nachvollziehen, dass die Reitlehrerin das so möchte. Aber auch das machst du richtig gut. Und die anderen, ihr macht das auch richtig gut. Weiter so. Und dann sind wir jeden Moment fertig mit den Pferden. Und dann kann sich auch jeder mal einmal auf das Pferd draufsetzen und dann einmal versuchen zu reiten. Aber ich sag euch gleich, wenn ihr fertig seid, ihr müsst noch ein bisschen weiter arbeiten. So, die Pferde sind jetzt versorgt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Als Belohnung dürft ihr euch einmal auf die Pferde setzen. Lilly hat gesagt, dass sie bereits etwas reiten kann. Lilly, darum darfst du dich als erstes auf dein Pferd setzen. Das Pferd heißt übrigens Amadeus. Oh, juhu, ich versuche ganz ruhig zu bleiben, juhu. Okay, Lilly, komm ganz langsam hier von der Seite und jetzt einmal hochspringen und zack, juhu, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Pferd, juhu. Das hast du sehr gut gemacht, Lilly. Ich würde sagen, du steigst jetzt einmal ab. Und dann ist Aborg dran. Und ich bin wieder unten. Juhu, das war so schön. Das war so schön. Oh nein, oh Mist, jetzt bin ich dran. Hoffentlich schaffe ich es. Ich traue mich nicht richtig. Können Sie das Pferd ein bisschen beruhigen? Können Sie es festhalten so ein bisschen? Ja, Aborg, kein Problem. Ich halte es an den Zügeln fest. Dann kannst du einmal raufklettern. Vielen Dank, ich versuche mein Bestes. Und... zack. Juhu, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Pferd drauf. Juhu. Super, Aborg. Wie sitzt es sich dort oben? Mega gut. Ich kann jetzt voll weit in die Ferne gucken. Das ist so cool. Haha, ja, das stimmt. Und jetzt ist Paul dran. Na endlich. Jetzt wird's spannend. Lol. Okay, Paul, du hast es schon bei Lilly und Aborg gesehen. Bleib einfach ganz ruhig und hab Respekt vor dem Pferd. Ja, ja, ich mach das schon. Ich spring hier eben rauf und zack. Aua, das Pferd hat mich abgeworfen. Oh nein, das tut so weh. Ja, Paul, das Pferd hat dich abgeworfen. Versuch es noch einmal, aber sei dieses Mal etwas ruhiger. Okay, ich werde es versuchen. Eins, zwei und ganz ruhig bleiben und... juhu, es hat geklappt. Das war gerade nur ein Vorführeffekt. Ich bin in Wahrheit ein richtiger Pferdeprofi. Man könnte schon sagen, ich bin ein Pferdeflüsterer. Okay, Profi, dann steig mal lieber wieder ab. Ich mache uns allen erstmal etwas zu essen und dann gehen wir gleich nochmal zu den Pferden. So, das Essen ist fertig und ihr habt auch alle jetzt eure Burger in der Hand. Yay, danke, Frau Martin. Das ist der beste Schulausflug, den wir jemals hatten. Dankeschön, Frau Martin. Ja, der Ausflug ist super cool. Das Essen war lecker. Ich muss jetzt aber noch einmal eben kurz auf Toilette und ich komme gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Frau Martin, wie lange reiten Sie eigentlich schon? Also eigentlich reite ich schon mein ganzes Leben. Oh, wie kommt das denn? Ich habe den Reiterhof von meinen Eltern übernommen und bin hier aufgewachsen. Was war das denn? Habt ihr das auch gehört? Oh nein, da ist irgendwas mit den Pferden. Wir müssen schnell nachgucken. Paul, bleib stehen! Paul, Paul, nein, reite nicht los! Paul rennt weg mit dem Pferd. Oh nein, Paul ist auf dem Pferd weggeritten. Paul hat das Pferd entführt. Oh nein, das muss ich... Hoffentlich haben die anderen das gesehen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, wir haben das gesehen, aber Ock. Ich muss sofort Herrn Müller anrufen. Nein, das geht leider nicht, Frau Martin. Er macht gerade ja Vertretungsunterricht und Handys sind im Unterricht verboten. Darum hat er sein Handy aus. Sie können ihn nicht anrufen. Ach ja, stimmt. Dann müssen wir Paul schnell hinterher. Schnappt euch alle ein Pferd. Ich vertraue euch. Die Pferde haben sich mit euch vorhin richtig gut wohlgefühlt. Was? Wirklich? Juhu! Wir teilen uns auf. Ich suche alleine und ihr zu zweit. Dann könnt ihr aufeinander aufpassen. Ja, genau so machen wir das. Juhu! Okay, let's go! Warum muss Paul immer sowas Doofes machen? Ja, Lilly, das verstehe ich auch nicht.
Aber das Gute ist, wir dürfen jetzt reiten. Ja, aber Ork, das ist mega cool. Aber Ork, schau, dort vorne ist das Pferd. Lass uns dort schnell hin. Lilly, du hast recht. Let's go. Da hinten bei der Hütte, da ist das Pferd. Ich sehe es auch. Los. Oha, ich sehe das Pferd. Aber wo ist Paul? Ich kann Paul nirgendwo sehen. Ist er da irgendwo? Oh, nein, der liegt daneben auf dem Boden. Lilly, komm schnell her. Paul, geht es dir gut? Was hast du nur wieder angestellt, Paul? Hey, bitte helft mir. Ich bin runtergefallen. Helft mir bitte hoch. Uff, danke aber, Ock. Ich wollte mich einfach nur kurz auf das Pferd setzen und dann ist es auf einmal losgerannt. Ich schwöre. Ja, Paul, das sagen sie dann alle. Genau, Paul, das sind Pferde und keine Maschinen. Du musst einfühlsam und respektvoll mit ihnen umgehen. Ich rufe eben Frau Martin an, dann kommt sie sofort her. Hallo, Frau Martin, wir haben Paul gefunden. Kommen Sie bitte zur verlassenen Hütte auf der anderen Seite von Brookhaven. Oh Mann, Paul, was sollte das? Ach, egal, ich will es gar nicht wissen. Lilly und Aberorg, ihr könnt zurück zum Reiterstall reiten. Ich laufe mit Paul zurück. Wir sehen uns dann später. Okay, ciao. So, Kinder, das war doch mal ein spannender Ausflug. Ich habe beschlossen, Herrn Müller nichts von Pauls Unfall zu erzählen. Er hat sich auf das Pferd Zimtstern gesetzt. Zimtstern ist neu auf dem Reiterhof. Sie hatte vorher einen aggressiven Vorbesitzer und ist daher unberechenbar. Darum kann Paul nicht so viel dafür, er hat also nicht die volle Schuld. Er hätte sich natürlich nicht auf das Pferd setzen dürfen, aber die volle Schuld, dass das Pferd losgerannt ist, trägt er nicht. Okay, Frau Martin, danke für die Gastfreundschaft, das war heute so schön hier auf dem Reiterhof. Ja, ich kann mich aber auch nur anschließen, das war trotzdem ein schöner Tag, danke! So Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Pferde-Roleplay gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da und checkt auch gerne mal die anderen Roleplay-Videos aus. Wir sehen uns beim nächsten Roleplay wieder. Bis dahin, ciao!